Will ich wissen, wo Kitty ist? Ich sehe den Punkt. Ah. Da oben war aber was rum. Stärchen. Mir ist zu Ohren gekommen, was du in letzter Zeit alles geleistet hast. Wirklich beeindruckend. Falls du Zeit hast, möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Nordwestlich von hier liegt eine in den Fels gehauene Festung der Familie Semael, die eng mit dem Haus Durandair verbunden ist. Allerdings wurde die Festung nie vollendet. Sie musste aufgegeben werden, als sie von Monstern überrannt wurde. Seither traut sich kaum jemand hinein. Doch eine Heldin von deinem Kaliber könnte es wohl versuchen. Am Eingang zur Fest hält Ophelie Wache. Sprich mit ihr, falls du die Fest erkunden willst. Darauf, worauf ich ehrlich gesagt große Hoffnung setze. Hallo Kitty. Schalte jetzt E-Mail frei. So. Sehr gegrüßt. Als Schutz vor den Drachen wollte meine Familie das Haus Semael natürlich erhöhen, zu einer unheimbaren, einnehmbaren Festung ausbauen. Allerdings musste das Vorhaben aufgegeben werden, als die Festung mitten während der Bauarbeiten von Nichtsgesandten und Galeanen überrannt wurde. Soweit wir wissen, haben die Galea selbst nicht lange überlebt, aber die Nichtsgesandten haben sich festgesetzt. Seither ist die Festung eine Todesfalle. Wir würden sie gerne zurückerobern, aber der Heilige Krieg gegen die Drachen erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Würdest du bereit sein, die Festung zu erkunden, wären wir dir zu großem Dank verpflichtet. Ruhm und Ehre winken dir, wenn du die Festung von den Dämonen befreist. So, und wo ist jetzt... Oder musste ich dafür einfach nur in die Festung rein? Ah ne, hier. Du bist von der Bruderschaft der Morgenviper. Vielen Dank für dein Kommen. Die Feste Semael wird von allerlei Kreaturen des Nichts besetzt. Ein Gerücht besagt gar, dass eine Statue aus Stein aufgetaucht sei, die sich bewegen kann. Deine Aufgabe besteht nun darin, die Gruppe anzuführen, die diese Schmarotze ausmerzt. Okay. Bereit? Aufheben. Festet Semael. Das ging schnell. Nein, es sind zwei Taumaturgen hier drin. Oh mein Gott. Zwei Taumaturgen. Beziehungsweise Schwarzmagier. Oh mein Gott. Na, für doch nichts. Huch. Nein. Scheiße. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste.
Eieiei. Hast du den Taumaturgen? Habe ich das mal erwähnt? Kurs vor der 46.
sehne die 50 herbei. Also wenn das später noch schlimmer wird, ne? Ich hasse es jetzt schon. Hat der Horror bald ein Ende? Ich glaube, ich finde den Taumaturgen tatsächlich sogar schlimmer als die Tanks. Das will was heißen. Das will echt was heißen. Ich glaube, das Einzige, was cool ist beim Taumaturgen, sind die Effekte. Und was? Dann haben wir dann auch schon wieder. So nervig. Es ist so unfassbar nervig. Nein. Mein Essen. Oh je. Ah, danke schön. Das ist ganz gut. Diesmal? Und eigentlich magst du gar kein Chinesisch. Ja, Japanisch. Teils, teils. Ja. Teils Chinesisch? Bisschen Thailändisch? Oh ja, mach weiter. Kubanisch. Nur ein bisschen Japanisch. Nee, Kubanisch. Ich hab da ordentlich Sprit reingekauft. Ja. Was ist denn da oben eigentlich schon wieder für ein Zwirbelchen? Ich hab Hunger. Ah, mit wem? Na, da rein. Achso. Zwirbel? Ja, einen kleinen Zwirbel hast du. Aber sieht man nur von der Seite. Donnerlocke. Donnerlocke. Deine Elvis-Locke. Ja, meine Elben-Locke. Elbenlocke? Elben haben doch gar keine Locken. Ja. Mein Schatz. Jo. Und machst du dir deine Pizza? Ja, ich hab's auch, ja. Oder lieber Brot? Ich will mal eine Scheibe von
kannst ja noch mehr Brot essen. Größtenteils war die Tür, glaube ich, offen. Oh. Du warst schon kalt. Woher? Natürlich ist das Shifu. Ich darf vorhin tatsächlich auf den Shifu. Da ist mir tatsächlich so eine Nudel da. Einmal rüber. Oh. Nichts, nichts. Mhm. Danke, mein Schatz. So, Taumaturg spielen und nebenbei essen. Krieg ich's hin? Mit einer Klasse krieg ich's hin. Bei dieser hier kann ich die Gabel fangen. Lieber asiatisch. Nein! Okay, kämpfen kriege ich hin, laufen kriege ich nicht hin. Das hat Kitty zersäbelt. Okay, erstmal kann ich nicht. Nee. Servus.
Ich will endlich erlöst sein. Ich verstehe nicht, wie Leute diese Klasse gerne spielen können. Ich habe ein WS bekommen. Schön. Level 49. Nice. Ich brauche nur noch ein Level. Ein Level noch, dann bin ich bei 50. Das heißt, ich muss jetzt Klassenquests machen. Ja, Mensch, wir haben sehr viel Story gemacht, ne? Na gut, beim Forstkämpfer wird's mehr. Schön. Wirklich schön. Aber freut mich, dass du auch dein Level hattest. Schön. Es ist so schön. Ich laufe weiter, sobald ich fertig gegessen habe. So, das muss ich schwer lesen. Aber kann ich mittlerweile? Ja, sehr gut. Ja, sonst wird sehr gut für den Dancer. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gehen wir schon mal dahin. Ob ich mich auf den Faustkämpfer freue? Oh ja. Ich brauche nur noch 4 Klassen. Dann habe ich alle auf 50 von Rim Reborn. Wobei, mit einer Klasse will ich den Patch machen. Hoch. Okay, also mit dem Hermetiker mache ich auf jeden Fall die Quests durch die 7. Ära. Mit dem Faustkämpfer werde ich wahrscheinlich noch ein paar Quests aufarbeiten. Mit dem Marodeur mache ich wahrscheinlich Story. Und den Schurken wahrscheinlich durch. Oder nee. Nee, ich mache den Schurken durch Story. Marodeur Nebenquests. Und Faustkämpfer vielleicht. Dingens. Mal gucken. Wie viel Erfahrung gibt eigentlich der Kristallturm, Kikti? Weißt du das?
Also wenn man normal reingeht, nicht über Allianz. Ich muss mal mit allen nochmal rein. Ich will mit einer anfangen, mit der ich... mein Glam holen kann. Weil ich muss ja ein paar mal rein. Ich brauche hier für alle das Glam, was ich haben will. Ich weiß, ich stelle Fragen. Naja, ich mache erstmal. So, einmal kurz zum Markt. Aber hätte ja sein können, dass du es weißt. Ich werde es dann einfach sehen. Ich bin am Ende eh überlevelt. Wobei gut, da kommen dann ja noch ein paar Klassen hinzu. Mal gucken. Weil vor Heavensward kann ich auch die Heavensward-Klasse nicht anfangen. Mal gucken. Krieg das schon irgendwie hin. Limsische Fontänenstab. Schon wieder viel zu lange. Oh, oh, oh. So. Ah, Mist, ich habe nicht mehr genug. Ach, das sind die Dinger. Okay. Minenarbeitergilde. Okay. Schön. Dann ziehen wir mal die Klassenquest durch. Schwarzmagierin Aldaria Eistatze. Bist du zu ungeahnten Kräften erwacht? Hast du die furchteinflößende Wirkung der Schwarzmagie erfahren? War nicht sicher, ob du standhalten würdest oder fliehen. Um das Tor zum Nichts zu versiegeln, wirst du dir einen weiteren Aspekt der Schwarzmagie erschließen müssen. Vernimm die Worte des großen Meisters Kukuruka. Um das Tor zum Nichts zu versiegeln, ist ein Mittel von Nöten eine neue Stufe der Schwarzmagie. Reise nach Büregott Schlag im südlichen Tanalan. Erschlage die Nichtsgesandten, die sich dort aus dem planaren Riss erheben. Tränke das Land mit ihrem Blut. Es wird den pulsierenden Äther beleben. In der Ödnis wartet ein unbekannter Freund. Erzähle ihm, die Zeit ist gekommen. Erfüllst du die Pflicht, so wird dein Kristall durchstrahlt von neuem Licht. Vom Licht, das das Schlechte verschluckt, das Licht, das Zerstörung lehrt und zum Rechten führt. Es sei dir eingebrannt ins Bewusstsein, um zu versiegeln die Pforte zum Nichts. Also, du weißt, was zu tun ist.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe ja eh keine Wahl. Boah, wie viele Quests ich hier auch noch habe. Aha. Oh, ich muss mich zurückhalten. Ich darf sie jetzt nicht töten. Darf die jetzt nicht töten. Zwielichteufel. Okay, und nun kann ich schon wieder zurück. Das ging fix. Punkte, Punkte, Punkte. Wir brauchen Punkte. Brauchen Pünktchen. Es ist verbracht, aber die Dunkelheit, die du erweckt hast, muss sich noch in dir manifestieren. Das braucht Zeit, Adaria. Sei geduldig. Übe dich in den schwarzen Künsten und kehre zu mir zurück, wenn du mehr Erfahrungen damit sammeln konntest. Einfrieren. Du führst eine eisbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. Noch mehr Eis. Schwarzmagierin Adaria, du hast bereits die zweite Hürde genommen. Blickst einer noch fordernderen Prüfung deiner Kräfte entgegen. Unter denjenigen, die sich mannigfache Techniken der Magie zu eigen gemacht haben, gibt es nicht viele, die genaues über die schwarze Magie wissen. Selbst die alten Schriften sprechen kaum von ihnen, und wenn, dann nur als sagenhafte Fantasiegestalten ohne reale Existenz. Doch unsere Bibliothek beinhaltet einige wertvolle Folianten, deren geheimes Wissen durch komplizierte Verschlüsselungen vor den Blicken Uneingeweihter geschützt wird. Einzig dort findet man die Lehren der Schwarzmagier niedergeschrieben. Bei Großmasse
Kukuruka, dem es vor 100 Jahren gelang, die Texte zu enträtseln. Die Schwarzmagier waren ursprünglich als Sprachrohr Naltals, von dem ihnen Prophezeiungen eingegeben wurden. Man sagt, dass es ihnen oblag, Risse in Dimensionsgefüge zu schließen und die Pforte zum Nichts versiegelt zu halten. Doch, wie du weißt, halten die Schwarzmagier eine enorme Macht in den Händen. Falsch verwendet, kann sie furchtbare Tragödien bewirken. Warum die Schwarzmagier verschwanden, darüber hat der Großmeister nie mehr ein Wort verloren. Nur dies sagte er. Möge unser Fehler niemals wiederholt werden. Der Großmeister hatte erneut eine Vision. Hör mir gut zu. Die Kräfte der Zerstörung in dir trägst. Gut. Müssen die immer so hochtrabend reden? Das Blut, das du geopfert hast, hat drei Boten gerufen. Drei Völker nach Tanalan. Sie beschreiten die alten Pfade der schwarzen Magie. Sie sind die Nachfolger und werden deinen Kristall neue Macht zufließen lassen. Neues, helles Licht. Zeig ihnen den Kristall als Beweis, dass du würdig bist, die Kräfte zu bündeln und zu leiten. Dann werden die Fremden zu Freunden. Ein Amejar namens Kazak Shah erwartet dich am Rotfall im östlichen Tanalan. Gehe und suche ihn auf. Hast du verstanden? Wenn du einen der größten Feinde Uldars treffen sollst, muss es einen triftigen Grund dafür geben. Geh nun, es ist deine Bestimmung. Ja, schon besser. So, östliches Tanalan. War ich eigentlich schon 30.000 Mal? Es wäre so einfach, wenn ich schon fliegen könnte, ne? Das dauert aber noch lange. Sehr, sehr lange.